Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zur Finstergram Challenge. Wir wollen den Tod jagen, aber wir mussten die Klasse wechseln wegen dem Malungschwimmbogen, den wir entflucht haben. Ich kann es bloß nochmal wiederholen und jetzt müssen wir erstmal eine große werden und wir sind gerade wieder dabei, Stufe 3 Rüstungen zu farmen. Die erste haben wir harte Kämpfe gefochten, wo wir uns auch nicht zwingend mit Ruhm besudelt haben. Und da höre ich schon wieder Knochengerüste. Und ich höre was flattern. Da, das sind die Dings, die Strigoi. Und der Tod, oder? Nein! Ein Aasdrache. Den kann ich jetzt nicht brauchen. Ich kann keinen Aasdrachen brauchen. Ich kann echt keinen Aasdrachen brauchen. Ich will doch bloß eine Stufe 3 Rüstung, Leute. Ja, die kann ich halt mit der Sonnenfackel nicht so leicht runterholen, wie ich das gerne wollte. Jetzt macht mir da auch noch der Aasdrache einen Strich durch die Rechnung. Komm schon. Das schlägt das Vieh echt nochmal auf. Komm schon. Komm runter. Ich weiß nicht, ob wir die zweite Stufe 3 Rüstung kriegen. Jetzt auch noch der Aasdrache da ist. Es gibt ja 4 von diesen Strigoins. Und jetzt noch den Aasdrachen. Und da unten wütet noch ein Skelett. Warte mal. Wir können mal die Ausrüstung wechseln. Ja, können wir nicht. Machen wir das mal lieber da drinnen, bevor der wieder mit irgendwas rumspuckt. Okay, der holt hier wahrscheinlich wieder diese blöden Würmer. Wollen wir mal gucken, ob wir dich runterholen können mit dem Bogen. Ja, wir können. Aber jetzt bleibt er da oben hängen. Gut. Dann möglichst auf die altbewährte Art. Also solange du da oben hängst. Jetzt sehe ich wieder nichts. Also das hat schon so seine Fehler, das Spiel. Jetzt will ich nicht hoffen, dass diese Strigolz hier wieder auftaucht. Komm endlich runter. Ja. Komm runter. Können wir dich mit dem Feuerball ein bisschen ärgern? Ja, der Stab ist halt nicht so stark wie den wir schon hatten. Und dich mit den drei Pfeilen runterholen. Jetzt hängt er wieder da oben. Macht das Schaden? Ich kann es nicht so richtig erkennen. Ja, es macht Schaden. Junge, du musst da runterkommen. Das wird jetzt wieder eine Weile dauern. Also diese Rüstungen sind heute wirklich mal wieder schwer erkämpft. Mächtiger Feuerball. Komm, wir müssen genügend Zeit haben, ihn voll aufzuladen, bevor er wieder hochsteigt. Ja. Okay. Dann haben wir noch diese Strigoils vor uns. Er kommt nicht runter. Mal schauen. Oh, jetzt ist er ganz oben. Ich brauche dich auf dem Boden, mein Freund. Nicht da oben schwebend. Das ist. Ich habe halt auch Angst, dass diese Strigolze auch noch irgendwann kommen. Weil, wenn die sich jetzt da auch noch einmischen, dann wird es eng. Da kommt ein mächtiger Feuerball. Und bitte ganz aufladen können. Ja, da hat unser alter Bogen mehr Schaden gemacht.
Ellenbogen. Unser alter, sag schon, Stab. Ah, dann eben mal in your face, mein Freund. Ah, jetzt hängt er wieder da oben. Ist doch echt zum Kotzen. Oh Mann. Ja, dieses Spiel ist immer für irgendwelche Überraschungen gut. Ich muss dich da runterkriegen. Ja, solange die Strigger jetzt wegbleiben, kostet es halt nur Zeit. Komm doch runter, du Affe. Wirklich, ehrlich. Mann! Mächtiger Feuerball, wo liegt er denn jetzt? Da unten liegt er. Aber der steht zu schnell wieder auf. Das hat jetzt kaum Schaden gemacht. Na, Hauptsache, er hängt nicht wieder oben. Ja. Wunderbar. Das alles nur, weil ich eine Rüstung haben will. Aber was soll man machen? Große Ziele erfordern große Einsätze. Jetzt kommt er gar nicht runter. Jetzt hängt er wieder da oben. Love it. Dann eben Einzelschuss, mein Freund. Wo hängst du denn jetzt? Das ist ein Let's Play, oder? Ja, ein besserer Stab wäre schön. Oder ein paar Amulette wäre auch schön. Ginge auch. Aber wir kriegen ihn, Leute. Wie üblich ist es bloß eine Frage der Zeit. Wir verstecken uns mal ein bisschen. Wenn er hier jetzt wieder seinen Budenzauber macht. Das könnte uns gefährlich werden. Ist da irgendwas? Nein, da ist nichts. Vielleicht veredelt er uns den Star. Da wäre ich nicht undankbar. Schmiedet im Drachenfeuer. Der hat gesessen. Und dann machen wir den gleich mal noch einen mächtigen Feuer. Wall hinterher. Ach, die Frau Hawk. Und dann müssen wir ja noch diese blöden Strigoils irgendwie loswerden, dass man an die... Jetzt hängt er wieder da oben. Mal wieder an die Dings kommen. Ach gut, dann können wir ja einfach unsere Energie ein bisschen... Weg da... So, ist er fertig? Ich glaube. Na, noch nicht so ganz. Das ist wirklich mit Schwierigkeiten hier. Ja, komm runter, komm, komm runter. Kann ich meinen Feuerball dabei aufladen? Zwar nicht ganz, weil er wieder zu schnell ist, aber wenigstens so, dass ich eine zweite Chance kriege.
Ding will Weile haben. Wo ist er denn? Jetzt ist da wieder irgendwas im Weg. Leck da. Ich will mich weder vergiften lassen, noch will ich mich erschlagen lassen. Ach ja. Wo bist du? Da erwische ich dich jetzt nicht. Ich bin sicher, dass er Mundgeruch hat. Da bin ich absolut sicher. Komm runter. Ja, sehr schön. Oh oh. Weg da, Eis, weg da. Weil wenn da diese Dings hochgehen, diese Ladungen hochgehen, dann, ja. Haben wir schlechte Karten? Ja, schnapp du mal. Oh oh. Weg da. Ach, wie hängst du denn jetzt da? Er macht schon komische Verrenkungen. Das war wieder sehr merkwürdig. Wo bist du? Da bist du. Ach Gott, jetzt hängt er wieder da. Wie lästig ist das denn? Oh, und ich falle hier gleich runter. Boden runter. Na gut, schonen wir unsere Ausdauer. Gott, zwei Folgen, um Stufe 3 Rüstungen zu farmen, aber so ist das halt. Ich weiß auch gar nicht, ob noch irgendjemand bei diesem Let's Play zuguckt, aber ich hab Spaß. Ich hab total viel Spaß. Komm schon, mächtiger Feuerball. Dann sollten wir dich doch jetzt haben, oder? Ja, na also, siehste. Jetzt könntest du meinen Stab veredeln. Ja, danke schön. Schön brav gemacht. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, alles andere, was wir anhaben, ist bereits veredelt. Und ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich nicht irgendeine Quest, dass wir verfluchtes Drachenhorn zu Eulra bringen sollen? Muss ich gerade mal gucken. Haben wir alles? Wir haben alles. So, das Ergebnis speichern wir uns jetzt natürlich ab und dann gucken wir mal kurz in unser Questlog. Weil ich gar nicht weiß, haben wir diese, wir haben bestimmt 3 verfluchte Drachenhorne. Haben wir denn die schon zu Eulra gebracht? Den Tod, lebendige Rüstungen, da. Aber ich hab keine 3 verfluchten Drachenhorne. Ach doch, im Lager vielleicht. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Amulette finden. Pulversphäre ist auch gut. Drachengeifer. Und dann geht's nach oben. Ohrring der Würde. Der ist, glaube ich, gegen Versteinerung. Muss ich gerade mal gucken, bist du gegen Versteinerung? Ich glaube. Ja. Erhöht den Widerstand gegen Versteinerung. So, und jetzt kommen diese blöden Strigoils. Und das alles nur, weil man eine Rüstung will. Ich meine, eine haben wir ja schon. Aber die zweite hätte ich natürlich auch gerne.
Ich bin bloß froh, dass die nicht gekommen sind, weil das letzte Mal, als wir hier waren, oh, okay, also mit der Pulversphäre in der Hand sollten wir nicht springen. Da springt's nicht, springt sich's nicht so gut. Muss man ja auch mal wissen. Wusste ich bislang nicht, habe ich jetzt gelernt. Aber es macht auch gar nichts, wenn wir ein bisschen Leben verlieren, weil dann sind wir nachher, wenn wir runterstürzen, mit höherer Wahrscheinlichkeit nach wirklich tot. Also nehmen wir die Pulversphäre erst in die Hand, wenn wir hier rüber gehüpft sind. Weil vielleicht nützt die was gegen diese blöden Strigoils, die jetzt gleich angreifen werden. Ich höre sie nämlich. Komm. Na, das war jetzt nix. Nein! Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich den. Ja. Jetzt habe ich keinen Dolch. Eieieiei. Ja, wie doof ist das denn? Komm. Verdammt. Das ist mir jetzt schon mehrfach passiert. Und jetzt sind wir tot. Oh, wir nehmen Lazarusstein. Genau. Der ist so leicht mit dem Streicher. Und wir haben vier von diesen Scheißviechern. Oh, Mann, Mann, Mann. Komm schon. Ah. Jetzt sind wir natürlich erstmal erschöpft. So eklig. Das ist so ultra eklig. Ach so, ich sollte nicht vergessen zu wackeln. Komm schon. Ja, der wird uns schaffen. Aber das wär, der hätte mal eine Chance auf einen blutroten Kristall. Ja, okay. Gut. Nein, wir versuchen das nochmal. Wir könnten auch versuchen, einfach bloß hochzurennen in der Hoffnung, dass wir eine Stufe 3 Rüstung kriegen. Und wenn nicht, dann haben wir zumindest Riftkristalle. Weil gegen die Biester, wenn ich nicht den Streicher spiele, habe ich ein Problem. Wir versuchen einfach zu rennen. Aber die fliegen halt auch schon relativ schnell ran und insgesamt sind es vier Stück. Mal gucken, ob wir überhaupt oben ankommen oder ob uns das Vieh gleich weg. Ja. Nein, das ist echt nicht zu glauben. Es ist so ultra eklig. Es ist so ultra eklig. Komm schon. Guck mal, wie schnell der uns hier abgräbt hier. Ich renne einfach. Kommt gerade mal der nächste. Und nicht runterfallen. Jetzt gucken wir ganz schnell, was da drin ist, wenn wir Glück haben. Ist es eine Stufe 3 Rüstung? Wenn wir kein Glück haben, ist es eben was anderes. Jetzt haben sie mich runtergeschmissen. Komm, wir versuchen es nochmal. Lustige Folge. Also gut, wir versuchen es nochmal. Ja, weit sind wir nicht gekommen. Dann nuckeln die jetzt zu zweit an mir. Das wäre natürlich eine absolut coole. Komm, wir wehren uns gar nicht weiter. Diese scheiß Strigoins. Nein, ich will keinen Lazarusstein nehmen. Wir versuchen es nochmal mit dem Rennen.
Meine eine Rüstung Hammer. Aber ich wüsste nicht, was ich gegen diese Viecher tun sollte. Ich sag's euch ehrlich. Wir haben uns ja schon mit dem einen in der letzten Folge so ultra schwer getan. Ja, aber das Spiel macht es halt schwer, an die Stufe 3 Rüstungen zu kommen. Vielleicht sollte ich beim Farmen immer den Streicher nehmen. Es bleibt uns ja unbenommen, einfach dann eine andere Klasse zu schicken. Ja, komm. Gib Gas. Gib Gas, Ace. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Gib Gas. Los, renn, 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 renn. Mach schnell auf. Ja. Aufgekriegt haben wir sie noch. Einmal versuchen wir es noch. Und dann gehen wir das nächste Mal einfach mit dem Streicher, dann ist das kein Problem. Aber aller guten Dinge sind drei, oder? Gut, da könnte ich jetzt meine Energie mal noch ein bisschen sparen. Diese blöden Viecher. Wenn es nur eine wäre, ging es ja vielleicht noch. Aber nein, es sind ja mehrere. Derer noch drei, glaube ich. Und dann kriegen wir vielleicht die Kiste noch auf. Das war's dann auch. Rennen, 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 rennen. Aber wir können nicht mehr gucken, was drin ist. Gut, dann nehmen wir den makellosen Riftkristall und machen, dass wir hier wegkommen. Weg hier, los, komm. Heftig. Meine Güte. Diese Mistviecher. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Muss ich einen Schluck Kaffee drauf trinken? Ey, ey, ey. Oh je. Jetzt bin ich mal gespannt, was rauskommt. Der magische Bogenschütze hat den Vorteil, dass er sowohl für den Streicher als auch für den Magier anziehen kann. Also wenn jetzt Beinschienen rauskämen oder Höschen, die uns... Ja. Ihr wisst, ich brauch's nicht sagen. Ich sag's ja schon seit 30 Folgen oder 20 Folgen. Verlängert die Dauer aktivierter Fertigkeiten. Das ist natürlich auch cool. Verlängert die Dauer aktivierter Verderbnishaube. Das ist die Pray, schwarze. permit me to help you now as before. I would Die do, ziehen if wir there an. is aught I can do. Die ist zwar von den Werten schlechter. Ja. Geringfügig. Aber wenn ich dann länger die Fähigkeiten habe, die ich aktiviert habe, das ist natürlich nicht schlecht. If there is aught I can pray, pray, take... Und dann gehen wir das Ding mal verbessern. You feel the best if you. Den Gletscherfinger können wir auch verbessern. Der hat es auch nötig. Den Malungsschwingenbogen können wir auch verbessern. Her damit. Den können wir sogar auf Gold bringen. Ja, das ist ja cool. Die Verderbnishaube zumindest mal auf Stufe 2. If you've the need, So, jetzt gucken wir, ob wir neue Fertigkeiten lernen können. Sechs Pfeile. Yes. Und den Querschläger. Yes. Wunderbar. Und wir möchten unsere Fähigkeiten natürlich. Da können wir noch nicht mehr. Sechs Pfeile, jagender Pfeil. Querschläger. Das ist schön. Dann gucken wir mal, ob wir noch eine Ausrüstung haben, die man fluchen können, oder Novum. The meaning of the Arisen's charge. Of the quest, pray permit me. Meisterin, magische Abwehr, verstummen Widerstand. Na ja, gut, okay. Pray permit Das ist jetzt nicht so der Bringer. Gut, okay, ihr Lieben. Dann soll es das für heute gewesen sein. Genau.
dann soll es das einfach für heute gewesen sein. Und was machen wir denn in der nächsten Folge? Muss ich mir noch überlegen. Aber für heute reicht es mir. Das war mir jetzt zu aufregend. Obwohl, wir könnten mit dem Streicher zurückkehren. In die Mitternachtshelix. Und nochmal nach dieser Rüstung gucken. Oder wir rennen mal in die dritte Ebene. Das können wir auch machen. Um zu gucken, ob wir möglicherweise... Warte mal, ganz kurz gucken, kann ich hier eigentlich Waffenverstärkungen machen? Als magischer Bogenschütze? Wahrscheinlich, glaube nicht. Zumindest noch nicht. Genau. Wir könnten in der Ebene 3 nochmal ein bisschen farmen gehen. Genau, machen wir morgen. Oder in der nächsten Folge. Ihr Lieben, wenn ihr noch dabei seid, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!